Hannah Arendt, Vita Activa oder vom tätigen Leben. Andererseits können die Bedingungen menschlicher Existenz, das Leben selbst und die Erde, Natalität und Mortalität, Weltlichkeit und Pluralität niemals den Menschen erklären oder Antwort auf die Frage geben, was und wer wir sind, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil keine von ihnen absolut bedingt. Salvete zu den Nachsinnungen. In dieser Folge zu Hannah Arendt oder von Hannah Arendt her, und zwar von ihrem bedeutenden, vielleicht philosophisch bedeutendsten Werke der Vita Activa oder vom tätigen Leben her. Nun scheint mir diese Stelle früh im Werk von grundlegender Bedeutung, weil sie eine Bestimmung des Menschseins vornimmt, welche den Menschen außerhalb seiner Transzendentalität gleichsam noch darüber hinaus denkt. Denn zunächst beschreibt die Arendt die Bedingungen menschlicher Existenz, also die Bedingungen seiner Möglichkeit, also diese transzendentale Dimension, zu welchen sie das Leben und die Erde zunächst aufführt. Das Leben selbst, also das Sein im Grunde, das Seiende des Menschen als lebendig, als beseelt, als autonom, als von Würde versehen, als zumindest in seiner Lebendigkeit konkret und logisch gefasst. Ferner in der Erde, auf der Erde, das ist die gaiatische, planetare Dimension, die Verortung, die Situierung des Menschen im All, auf dieser Erde, auf der Gaia. Ferner Natalität und Mortalität, also die menschliche Geburtlichkeit und seine Sterblichkeit. Bei Arendt die Geburtlichkeit, das Vermögen, auch einen neuen Anfang zu setzen, diese menschliche Dimension auch der Kreativität, selbst poetisch einen Neuanfang zu setzen auf allen Ebenen. Und so dann diese Mortalität, diese bei Heidegger tradierte Dimension des Seins zum Tode, also die menschliche Eingerahmtheit in seiner Möglichkeit des Neuen und des Endenden und damit im Prinzip seiner Temporalität, also diese Dimension, dass der Mensch Neues beginnen kann, selbst geboren werden muss, dann aber auch stirbt, definiert seinen Werdensraum und damit seine Zeitlichkeit. Und so dann führt Arendt Weltlichkeit und Pluralität auf. Weltlichkeit also als die sozial, historisch, gehaltlich konnotierte Sphäre des menschlichen Hierseins auf Erden. Das, also diese lebensweltliche Dimension des Umgangs, der Ort der Pflege des menschlichen Hierseins, das im Übrigen ja auch über den Planeten Erde auch schon hinaus erstreckt in die Sphären letztlich des Kosmos, auf den Mond auch schon und natürlich darüber hinaus, man hat ja auch schon andere Planeten im Visier. Das heißt, die Weltlichkeit des Menschen kann sich ausdehnen von seiner Planetarität, von seiner Erdgebundenheit her. Und ferner die Pluralität, also die ganze Vielfältigkeit, Mannigfaltigkeit, Heterogenität, Heterologie, Dispositivität aller Dinge in ihrer Vielfältigkeit, in ihrer auch chiastischen Überlagertheit, also die ganze Fülle der menschlichen Seinssphäre. Durch alle diese Dimensionen, gleich sie gemäß Arendt die Bedingungen seiner Existenz sind, erklären den Menschen in seinem Wesen nicht. Das bedeutet, die Frage, was ist der Mensch, wer bin ich als dieser Mensch, ist nicht dadurch bedingt, dass auf diese spezifischen Aspekte seiner Bedingung referiert werden könnte. Und zwar, wie Arendt schreibt, aus dem einfachen Grunde, weil keine von ihnen absolut bedingt. Also der Mensch ist nicht bestimmbar allein durch seine Bedingungen, das heißt, er ist im Grunde immer mehr auch als dasjenige, was ihn erst ermöglicht. Das heißt, diese Dimension des Absoluten ist, wenn überhaupt, in der gesprengten Absolutheit des Menschen selbst gegeben in seinem Wesen, nämlich, dass er sich transzendieren kann. Also der Mensch vermag es, über die Bedingungen seiner Existenz hinauszugehen, was nicht heißt, dass er die Bedingungen seiner Existenz verwerfen kann oder sich von diesen freimacht, aber der Mensch ist, so scheint es hier bei Arendt in diesen Zeilen, im Prinzip immer schon über sich hinaus. Seine Wahrheit und die Wahrheit meiner selbst und insofern also unsere Unsheit ist immer mehr als die Bedingungen unserer Existenz. Und damit wird das Was und das Wer des Menschen selbst zu einer Gefasstheit, zu einer Zuständigkeit, im Prinzip zu einem Phänomenkomplex, der
stets über sich hinausreicht und auch über sich hinaus strebt. Und darin liegt dann vielleicht die Bestimmung des Menschen, dass er mehr ist als die Bedingungen des Menschseins.